So, Seraphine auf Extrem. Bin gespannt. Wir sind halt super squishy mit dem Charm. Aber ich glaube, wir können trotzdem was gut anrichten. Ehrlich gesagt würde ich direkt weiterrollen, weil ich eine zweite Fähigkeit brauche. Ne. Das ist ja fies. Okay. Nehmen wir den Blaster mit. Das war ja gemein. Na, der Blaster ist ganz solide. Das Schöne mit Seraphine ist die Passive. Ich habe eine Chance, dass ein Projektil mehrfach rausspringt. Das heißt, ich will Fähigkeiten haben, die sehr viele Projektile haben. Je mehr, desto besser. Und da ist natürlich doof, wenn man dann was, also keine Fähigkeit bekommt. Ich habe beide Rerolls schon weg jetzt. Ne? RIP. Okay, wir nehmen Schaden mit. Es ist wieder leider komplett RIP. Die Eisrüstung bringt uns nicht so viel, weil wir wollen Projektile. Ja, so viele wie möglich. Und die Eisrüstung hat leider keinen Projektil-Modifier. Aber Schaden machen wir ganz gut schon. Ist nicht schlecht. Der hat auf jeden Fall Projektile. Dann nehmen wir den mit. Den Bogen. Zack, zack. Direkt mal hingefeuert. Wunderschön. Statt hier sind nämlich drei gekommen und da nur zwei. Na, das war diese Bonuschance von Seraphine. Und da haben wir Yumi. Das ist natürlich jetzt sehr doof, ne? Alles, was wir drin haben, skaliert halt damit nicht. Ich glaube, nehmen wir Tippers mit. Tatsächlich. Dann nehme ich, glaube ich, Tippers. Wenn ich mich da entscheiden muss, ne? Das hier kann auf jeden Fall Projektile haben. Okay, das ist unser Bild. Sehr schnell zusammengebaut, ist nicht das Geilste, aber ich glaube, damit können wir arbeiten. Tipper ist natürlich ein bisschen Grief, aber wir machen erstmal die Yumi-Quest und gucken, was passiert. Wettlauf zum Ziel. Können wir einmal da hochrennen. Und vorbei. Und wir bekommen Fähigkeitstempo. Ich meine, hier würden wir Lauftempo bekommen und je mehr Lauftempo wir haben, desto mehr Damage machen wir. Aber ich denke, Fähigkeitstempo ist hier das Beste. Da kann man nicht meckern. Weil wir machen jetzt schon relativ viel Schaden. Wir können hier mal so ein bisschen Spawn campen, die Mobs. Oh, vielleicht auch nicht. Gute Nacht. Eine kleine Ulti rein, damit wir die mir weghauen. Der müsste eigentlich gleich down sein. Was hat er? Ja, Hälfte. Sehr schön. Hier, Anzahl der Projektile. Nehmen wir mit. Ihr seht, sofort werden mehr rausgeschossen. Und wir haben Schaden dabei. Ist auch in Ordnung, der Schaden. Die Mobs hier wegmachen. Geh mal wieder Spawn campen hier oben. Weil das. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier stehe und diese Bomben alle auf einem Fleck sind, dann sind die Mobs halt sofort down, ne? Wenn ich die so ein bisschen einzingle. So, hier wäre dabei. Das Ding ist, ich habe Dauer. Aber Dauer ist nur für zwei. Obwohl, das ist auch für Dauer, Klangwelle. Okay, nehmen wir Dauer mit. Ich meine, Tippers, wenn er länger da bleibt, ist auch natürlich sehr von Vorteil, ne? Sollte auch nicht schlecht sein. Guck mal, irgendwie sind die da verbuggt, oder? In der Mauer. Oder sieht das nur so aus für mich? Sieht irgendwie ein bisschen buggy aus. Hier. Ich glaube, die können nicht weiterlaufen. Oh! Oh.
eine Welle. Ich glaube, ich werde schilden und durchrennen. Aua. Hat weh, aber wir müssen da raus. Okay, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir nehmen die Welle mit. Ich werde mir nochmal schilden und nochmal rausrennen. Ab jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr Bewegung. Jetzt werden die Mobs schon recht stark hier. Bellwertsprüfung. Da müssen wir ein Stück laufen, aber da kommen wir hin. Ich hau jetzt noch die Mobs hier weg, damit wir die Karte. Ein Bogen auf Level 2, sehr gut. Nochmal ein Level-Up, damit wir die Klangwelle mit. Wir wollen ja erstmal die Waffen updaten vor allem. Und dann rennen wir mal ganz schnell runter. Hoffentlich. Und machen da mal die Prüfung unten für noch mehr Karten. Wollen wir auch. Ah, die Ultimate hätte ich mir vielleicht aufheben sollen für die Prüfung. Okay, wir sollen mal hier lang laufen. Ja, wir gehen auf die... Wir gehen auf die Fähigkeiten erstmal. So. Kommen wir da noch rein? Ja. Okay, ich hoffe, es ist nichts Schweres. Okay, das ist sehr entspannt. Eigentlich so, wir wurden klein gemacht. Das war's, ne? Ah, das sollte kein Problem sein. Hier ist Klangwelle. Wir wollen das erstmal auf Max bringen. Wenn das nämlich auf Max ist, dann ist GG. Das macht dann schon sehr guten Schaden. Da habe ich doch ein bisschen Schaden bekommen. Ich habe ein Ulti rein. Noch eine Sekunde. Und perfekt. Dann rennen wir wieder zurück und holen uns unsere Belohnung. Fähigkeitstempo, perfekt. Das brauchen wir für zwei Fähigkeiten. Für den Blaster und für die Klingen. Projektile, why not? Okay, wir haben die Klangwelle evolved. Anime Echo. Sendet eine Schallwelle aus, die getroffenen Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt. Im Endeffekt, okay, ich muss kurz mal alles mitnehmen. Ihr seht jetzt, dass so eine Welle wieder zurückkommt zu mir. Ja, es geht raus und rein. Und das ist halt schon ziemlich stark, ne? Wie ihr seht. Und das geht dann durchgehend so. Nochmal die Klingen. Es kommt natürlich nicht ran an Yasus Fähigkeit oder so, aber trotzdem schon sehr, sehr gut. Vor allem später, wenn man es hochgestackt hat. Ne? Projektile mal 2. Gut. Noch mehr von den Dingern. Ich glaube, ich krieg da ein bisschen Damage hier. Ne? Sag mal, wir dieser Mitte raus, glaube ich. Und das Schöne ist, wir gehen ja auch auf Dauer durch den Tibbers jetzt. Und Dauer erhöht nochmal die Zeit, wo diese Wellen noch da sind. Da ist eine Yumi-Quest. Dann rennen wir da mal hin. Ein bisschen Schaden bekommen, ist aber nicht so wild. Hier haben wir noch ein Schild. Sehr gut. Ohne Spaß, ich glaube, ich gehe erstmal auf die Projektile. Ich meine, das gibt mir jetzt noch kein Projektil-Level. Aber dafür das nächste Bier. Und dann haben wir noch mehr Projektile davon. Ich glaube, ich ganz cool finde. Die Bomben, die Bomben, die Bomben. Okay, wir müssen den Ball da reinschießen. Oh no, ich habe nichts Gutes gegen die Bomben, habe ich das Gefühl. Ne? Da, Projektile mal 3. Sehr gut. Ich muss diese Bomben da vernichten. Na gut. Die Bomben, habt ihr gesehen, machen so viel Schaden. Wenn man die nicht gut down bekommt, dann eigentlich direkt verloren. So, das ist drin. Und wir bekommen... Oh, das nehmen wir mit. Also Lauftempo finde ich doof. Mehr Schaden, weniger Leben würde ich auch nicht nehmen. Dann nehmen wir 5% Damage für jede Karte, die wir einsammeln. Weil wir haben gerade Minute 7, das heißt, wir kriegen noch einige Karten. Und auch wenn wir nur 3-4 Karten bekommen, sind es schon 20% Damage. Wenn wir so weit kommen, weil die Bomben kriege ich irgendwie gerade nicht kaputt. Kann ich einfach stehen bleiben? Vielleicht ist das ja der Play. Nee, die Bomben kommen ja nicht ran. Die Bomben tun leider sehr weh.
Aber bis auf die Bomben geht es, ne? Wenn ich ganz gut rumchillen, warte. Da ist der Tibbers wieder. Ja. Das ist komplett das AFK-Bild. Wunderschön. Ich würde die Kanone updaten. Wir brauchen immer noch... Warte mal, was brauchen wir noch? Flächengröße theoretisch. Oh, da ist ein Boss gespawnt. Dann würde ich einmal kurz den Loot mitnehmen und dann nähern wir da runter. Das sind nämlich die Bosse, die diesen AOE auf dem Boden machen hier. Und da muss man effektiv hingehen oder aktiv hingehen. Ansonsten kommen sie nicht zu dir. Und jetzt hat die Überlegung, kann das Ding critten? Das kann critten. Dann nehmen wir den Crit mit. Auf jeden Fall. Und dann haben wir tatsächlich die nächste Fähigkeit Evolve, ja? Jo. Projektile werden zu Lichtstrahlen. Nehmen wir mit. Und wir bekommen nochmal Fähigkeitstempo. Da seht ihr jetzt diese Laser, die hier lang schießen. Bam. Ist nicht so geil, muss ich sagen. Also da gibt es coolere Fähigkeiten, aber... Man kann es jetzt so schwer aimen. Aus dem Winkel. Hätte ich gesagt, ich push mal weiter den Crit-Rating. Crit-Rating. Why not? Und was hat Belvette zu uns zu sagen? Lauf. Okay. Sie sagt, lauf. Dann laufen wir. Jetzt kommt hinter uns kommt so eine dicke Welle und dann müssen wir halt wegrennen. Vor dem Ding. Aber ich glaube, das haben wir gleich geschafft. Missionserfolg. Ja, also diese Belvette-Prüfung ist relativ einfach. Die schwerste ist im Endeffekt, wo diese Meteoriten von oben kommen. Die sind mal sehr böse. Aber ich finde, die hier geht. Seit Tage wieder so ein bisschen Movement Speed. Why not? Ja, das Problem ist, wir brauchen leider immer noch eigentlich... Wir brauchen gar nichts mehr. Was nehmen wir mit Lauftempo, Sammelradius? Ich glaube, oder Rüstung. Vielleicht wäre Rüstung auch gar nicht bad. Damit wir vielleicht einen Hit mal mehr überleben. Tibbers. Und die letzte Karte. Nochmal Schaden. Und jede Karte, wisst ihr, gibt uns 5% mehr Damage. Ne? Das heißt, diese Karten sind schon sehr, sehr cool. Okay, irgendwie ist hier ein Mob, der Bälle schießt. Sehen wir leider nicht. Ein Blaster. Oh, XP-Kugel. Sehr cool. Hier ist ein Boss. Ja, der steht aus diesen dicken Kugeln raus. Hm? Da kommen sie mich her, die Dinger. Und der ist down. Und da haben wir noch mal ein bisschen Crit-Rating. Sehr schön. Wir sind auf 70% Crit, das ist aber not bad. Weil jeder Crit ist ja 75% mehr Schaden. Hm? Wenn es critten kann, natürlich die Fähigkeit. Mal die Laser. Ja, dieses Ding finde ich sehr underwhelming. Diese Laser von der Seite. Schau mal, die machen auch nicht mehr so viel Damage. Wenn man auf den jetzt schaut, den Boss. So hart lasern die nicht rein, die Dinger. Wir bekommen Rüstung. Sehr schön. Mit. Tibbers Level 3. Und wir bekommen nochmal Crit-Chance. Dann haben wir doch fast 100% Crit, oder? 85 haben wir, ja.
Und den Uwe Blaster auf 5, das heißt, der ist auch gleich Evolve. Dann machen wir das nächste Yumi-Ding. Mal fertig. Und ich hoffe irgendwie, dass das Ding mit den Projektilen kommt. Tatsächlich. Wenn wir jetzt diese Projektil-Teil kriegen, dann haben wir, glaube ich, das Game durchgespielt. Wir müssen diese Vasen zerstören, die hier rumliegen. Okay, ich nehme es zurück. Dieser Laser, der zur Seite schießt, macht doch sehr viel Damage. Eventuell habe ich ihn doch unterschätzt. Tibbers Level 4. Wir wollen den Tibbers updaten. Okay, wir kriegen... Lauftempel für Haste. Würde ich... Ich muss es mitnehmen. Das Einzige, was Sinn macht, ne? Weil ich will nicht weniger Damage. Ich will nicht mehr Schaden kriegen. Das tut, glaube ich, zu sehr weh auf Seraphine. Wir sind allgemein nicht tanky, ne? Obwohl, ganz ehrlich, ich nehme es jetzt mit. Ich nehme den Schaden mit. Why not? Sind wir halt One-Shot. Dürfen uns halt nicht treffen lassen. 900 HP habe ich nur. Oh oh. Famous Last Words. Einfach nicht treffen lassen, ja. Was natürlich beim Endboss echt ein Problem wird. Der wird mich so hart one-shotten, ne? Seht ihr den Schaden? Von der Kugel, die habe ich gut two-shottet. Einfach nicht treffen lassen, by the way. Holy moly. Uwe Blaster feuert doppelt so schnell. Einfach nicht treffen lassen. Ich würde gerne meine HP einmal auffüllen gehen. Tibbers Level 5, sehr gut. Junge, Junge. Ich bekomme so ins Gesicht, ne? Ich mache guten Schaden, aber ihr seht es jetzt, Zeit vorbei. Wenn ich jetzt irgendwie zwei Fähigkeiten abbekomme. Ich glaube, das ist das größte Glas-Cannon-Bild, was ich je hatte. Ich muss mich einmal durchkämpfen zu der Serapine-Ding. Da ist noch ein Boss. Die Welle hat mich fast gewone-shottet. Weich. Oh no. Oh no. Die Meteoriten. Das ist safe ein One-Shot, wenn die mich treffen. Ziemlich sicher. Oh. Das ist die schlimmste Prüfung. Ihr seht diese roten Kugeln, ne? Wenn die mich treffen, ich bin safe tot. Ich nehme Rüstung mit. Kompletter Virtual Overload für dich, ja, ist, glaube ich. Und hallo, Heilgrom. Mission Erfolg. Ich hätte nicht, also hätte mich einer getroffen, ich wäre sofort One-Shot. Aber sowas von. Ich nehme mal den ganzen Loot mit. Ich gehe auf Rüstung. Das, oh, ihr habt mich getushottet, der Mob. Muss ja einmal wieder weghauen, die ganzen Viecher. Da ist eine Welle. Oh, oh no. Oh no. Irgendwie ist hier noch ein Boss, der Wellen schießt. Den habe ich vielleicht vergessen. Aber wir haben Tibbers geupdatet. Eventuell habe ich diesen Wellenboss vergessen. Kann ich den noch schnell downhauen? Ich will nichts sagen, wir gehen jetzt in den Bossfight rein. Mit zwei Balken AP. Ich will nichts sagen, aber wir haben zwei Balken AP, Leute. Also müssen wir den Boss so schnell downhauen wie möglich, weil wir sind One-Shot. Sowas von. Tibbers macht gar nichts. Yo, Tibbers. Tibbers, wieso bist du so useful? Oh, Tibbers, bitte tu was. Danke. Der schießt so Haie raus, der Boss. Müssen wir aufpassen. Ich sage, wenn du uns einmal triffst, sind wir One-Shot.
Oh. Oh, holy moly. Alter Schwede, zum Glück wurden wir nicht getroffen. Das war hundertprozentig das Größte. Das war das Größte. Glass Cannon Bild der Welt. Also hätte der mich getroffen. Der Tibbers hat einfach nichts gemacht. Der hat einfach nur rumgechillt. Das war dem egal. Puh. Aua, aua. Aber ein weiterer Sieg auf Extrem. GG's.